Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit Julian. Hi. Und mir. Ja, und was machen wir? Also erstmal Thema, meine Sicht wird wohl mehr drankommen diesmal. Durchgehend. Als, ja, ich lasse mich auf Kleinbild, das will ich hier kein antun. Ja, okay, dann machen wir es so. Dann, also Sie sehen es ja schon bereits, was ich habe. Es ist einfach wunderbar. Ja. Ja, okay, dann ist das so. Ja, also der Julian hat ja jetzt Grafikkartenprobleme, sag ich mal. Ja, schon eine ganze Weile. Ja. Und die Grafikkarte hat er jetzt zurückgeschickt oder du hast sie schon verpackt, wa? Ich habe die jetzt schon verpackt, ich muss die aber noch morgen zur Post bringen. So ist das, okay. Ja, ich hoffe, das wird auch sehr schnell gehen, dass der gute Junge wieder eine neue Grafikkarte bekommt, weil das Problem ist, ich muss sonst alles alleine wieder übernehmen. Ja, ich habe bei Regen Frame-Einbrüche, ey. Ich bin ganz starker. Ja, zum Glück regnet es gerade nicht. Ey, wir müssen. Warte, ich hatte auch den. Ne, den hatte ich noch nicht komplett. Ich habe mir überlegt, so, weil jetzt ja eh meine Grafikkarte nicht so heftig ist. Und der Nähter ein bisschen anspruchsvoller ist, dass ich doch bei Fred mal ein bisschen mithelfe. Und ja, damit war er jetzt erstmal vorsichtshalber so einverstanden. Ich meine, Creeper, ich hab dein Haus in die Luft gesprengt. Du bist so ein Hannes. Jetzt ist ja, jetzt ist es, jetzt, Alter. Ich hab's nur in der Ferne gehört, so boom. Ich hab's hier, ach ja. Ja, was heißt Haus in die Luft gesprengt? Du hast halt den Zaun mitgerissen. Kannst mal einen schönen neuen Zaun hinpflanzen. Nee. Hinpflanzen vor allem. Ich pflanze Zäune, Junge. Ich bin der Gärtner. Oh. Ja. Warte mal, hast du Holz noch? Rohholz? Ja. Mach mal den Baum hier wieder heil, weil der soll jetzt wirklich nicht sterben. Das wäre schon scheiße. Moment. Ich mach einen Tag. Scheiße, jetzt hängt mir ein Schwein am Arsch. Meine lieben Zuschauer, ich habe einfach mal jetzt Tag gemacht. Dass wir bei Tag auch mal starten. Hier ist ein Schwein, ein Babyschwein. Wie kommt das hierher? Ich weiß, ich habe außerdem eine Karotte in der Hand gehabt. Warte. Ich schmeiß den über den Zaun, dann sperrst du ihn in den Schrank. Es ist schon im Zaun drin bei uns. Das war doof. Hol dir den. Ja, erstmal muss er geil sein, dass ich eine Karotte habe in der Hand. Geil, jetzt habe ich mich gerade ausgesperrt. Warte mal kurz. Hier! Ey, das hat sich jetzt im Zaun verbuggt. Na bitte. Ja! Hatte Motherfuckers drin. Ich hatte mich gekonnt davor gedrückt, dass ich Erde holen gehe die ganze Zeit für Frederik. Weil da hatte ich eher weniger Lust drauf. Das Geile ist, jetzt muss ich trotzdem Erde holen gehen, weil ich muss die Mauer ein bisschen tiefer mehr machen. Also hat's ja voll gebracht, ne? Ja, also habe ich gleich automatisch trotzdem Erde für dich. Ja. Da habe ich mich ja wirklich richtig gekonnt gedrückt. Auf jeden Fall, also ich muss sagen, das ist der Hammer gewesen. Jo. Jetzt habe ich ein Problem, ich habe keine. Hast du noch Körner? Körner? Kern. Du hast ein Feld, verdammte Scheiße. Ja, da ist aber nichts reif, dass ich Körner. Ach kriege. Ja, der Server. Ja, ich habe ja vergessen. Der Server läuft ja nicht 24/7. Ja. Karotten habe ich, aber. Bei mir ist gerade ein Korn gedroppt. Wow, jetzt habe ich sogar was abgebaut und krieg noch nicht mal ein Korn zum Nachpflanzen raus. Ich habe hier welche liegen, ganz viele. Ganz viele, 3 Stück. Ja, ich habe 1, 2. Gerade. Ja. Okay, daraus ist jetzt nur noch einer entstanden. Was sind das da für eine Höhle, Fred? Welche? Die du hier gemacht hast. Hey, warst du Stein holen, glaube ich. Ja. Hier ist ein bisschen ruhig, möchte ich mal so sagen, ne? Wie jetzt? Du weißt, was das heißt. Nee. Ha. So ist doch angenehm. Hörst du das überhaupt? Nein. Ich habe die Jukebox angemacht. Bei mir es läuft weiter. Ach so, das ist eine Jukebox.
Ich habe gedacht, das wäre ganz normale Minecraft-Musik, weil die auch noch nebenbei irgendwie von Minecraft ausläuft. Nee, warte mal, so. Ich habe da gerade die CD, also die Schallplatte Maul reingesteckt. Ja, okay. Wir brauchen diese unheimliche, die so richtig krass ist. Ja, genau, die spielst du dann, sag mal, Hax. Ja, 24/7 die ganze Zeit, ne? Ich glaube, dann geht das Let's Play nicht mehr lange. Paranoia. Ja, ohne Spaß. Jo, wo ein erscheint. Wir müssen mal den Mod zu zweit spielen, der ist ja ab 18. Ach ja, oh. Der soll hart sein, ohne Witz. Ist halt Hero Brian, ist halt auch nur so ein möchte gern Wichser. Sagt er jetzt und am Ende ist er der Gefickte. Ja, du, ja. Ja, bist du auch dann. Naja, das mach ich also mir ehrlich gesagt, tausend so Schweren. Viel Schiss habe ich nicht vor dem Penner. Ist halt auch also, ein Geist. Geist, ja, du kennst die Geschichte zu dem? Ja. Minenarbeiter. Es soll der verstorbene Bruder von Notch sein, ne? Ist ja klar. Ja. Ja. Notch ist auch scheiße. Nein, natürlich nicht. Notch ist super. Ja, wenn ich mir die Performance angucke, glaube ich das auch. Notch macht gute Arbeit, muss ich sagen. Mhm, sieht man an der Performance. Es wird immer schlechter. Ja, ja. Es sinkt nee, täglich mal ernsthaft. Ab. Es wird immer schlechter, die Performance von Minecraft. Ja gut. Ach komm, die haben wieder Bock zu ficken. Jetzt geht's wieder ab, komm. Ey. Was? Ich denke, Minecraft gucken auf Minderjährige. Ja. 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 Wirklich? Ja. Ja. Ja, siehst du, wenn du das schon so sagst, dann fängst du auch wieder an. Ja. Ich muss einmal die Bäume hier hinten alle weghacken, weil die gefallen mir hier nicht, wo die jetzt stehen. Welche? Ach, die hier? Ja, wo ich gerade bin. Ja, sowieso, hier ist kein Durchgang. Man kann hier nicht. Nee, nee, soll ja auch noch nicht. Deswegen, das ist, ist ja egal. Ne, noch soll der ja auch noch gar kein Ende. Ich bin ja nur noch gerade am Bauen. Ja, heute bist du der Hauptdarsteller. Willst du dann irgendwas Interessantes, Geiles machen? Ja, ich überlege gerade. Also, ich hatte jetzt daran gedacht, nochmal da oben in den Wald zu gehen und neue Bäume zu holzen. Oder ey, dann pflanzt diesmal aber nach, weil... Ne? Habe ich schon. Ich habe eben, bevor wir angefangen haben, ein paar Bäume abgeholzt und habe dann direkt nachgepflanzt. Und sogar mehr, als da war. Also ich will versuchen, dass da oben wieder ein Wäldchen entsteht. Warum? Der Grund, den müsste ich dir ja wohl nicht erklären. Und ich ja, weiß, doch, dass du das als Spaß meinst. Wie jetzt? Was denn nicht? Ja, ja. Um was geht's? Greenpeace! Rettet den Wald! Rettet den Wald, zündet die Viecher an! Ja. Was? Greenpeace, rettet den Wald, nicht die Wale. Rettet die Wale. South Park. Ja. Das war aber auch eine Folge. Ah, oh, ey. Rettet die Wale. Und wie hieß denn diese eine Wal noch? Ich weiß es nicht, aber das war so eine mega geile Folge. Das ist, ja, war schon... Hat was gehabt, ey. Was war nochmal der Hauptgrund, weshalb die gerettet werden sollten? Ich weiß nicht, aber ich glaube, das waren die Japaner. Ja, genau, die... Oh, ich weiß noch, wie Stan und sein Vater da im Pool mit den Delfinen und Wale, wie die da alle zusammen waren und auf einmal kommen die Japaner-Horden. Und dann zerfleischen die und so. Ja, das war echt... Das war richtig, ey, als Kind, weißt du? Wer denkt sich sowas aus? Ja, aber vor allem, dass South Park überhaupt noch laufen darf, ey, da kommen so viele sexistische Sachen und so vor, das ja, ist echt ein Wunder. Nazi-Zeug und, ne, von ja, allem sowas, ist da was bei.
Ja, dass es überhaupt noch laufen darf, finde ich tatsächlich echt ein Wunder. Sind halt die Amis, ne? Ja, läuft ja in Deutschland, darum geht's ja. Ist Ja, ja egal, ob das Ami-Land ist. solange kein Hakenkreuz dort zu sehen ist, ist ja nicht. Oder? Ja, ich weiß, wenn Ja. Dings da auf Hitler markiert, ist das ja egal, oder was? Ja, aber wenn er kein Hakenkreuz trägt, ist das akzeptabel, komischerweise. Vor allem, alle prägen sie. Ja, die Jugend und so darf nichts von Hitler oder so, aber gucken, aber lassen South Park in Deutschland laufen. Ja. Überleg mal, was das für eine Logik ist. Das ist halt die dümmste Logik ever. Ja, finde ich auch. Es Also ist jetzt. halt, es ist nicht akzeptabel, aber dennoch in den Medien ist es akzeptabel. Ja, ist es doch immer. Weißt du, wenn du was machen willst, ist nicht akzeptiert, und wenn das dann andere machen, ist auf einmal, ne? Ja, die zahlen dafür eine Menge Knete waren. Aber Ja, ich meine, die Reichweite gewinnt. ja. Aber hey, mich soll's nicht jucken. Ich mag's. Star Wars wollte ich jetzt sagen. Ich mag South Park. Und ja. Ja, ich habe dir schon angezeigt. Ja. Ciao. Jetzt werdet ihr gefickt. Ja. Leute, hier ist irgendwo Lava drunter. Ich hör's. Glaube mir mal, die haben so teure Anwälte, da würde ich nicht gegen ankommen. Aber hallo. Die haben wahrscheinlich Kinder eingestellt. Wow. Nee, aber ist halt schon, ist halt eine teure Sendung, die die produzieren. Und ja, ich finde auch die deutschen Synchronsprecher, hast du dir mal den Eric Cartman Synchronsprecher angeguckt? Nee. Das ist ein Opa, das ist so ein alter Sack, der den spricht. Warum, da sagt er, warum ich es geil finde, Eric Cartman zu sprechen. Ja, weil man halt so viel Scheiß erzählen kann und so hat er da gesagt. Das weiß ich noch genau. Das war, als Staffel 17 rauskam. Wir sind zwar schon bei. Bei welcher Staffel sind wir jetzt? Bei 18, ne? Die kam zuletzt raus jetzt. Ich glaube. Kein Fernsehen. Der Anschluss in meinem Zimmer momentan Du noch bist zu ab. faul, den zu legen, wahrscheinlich. Das unter anderem auch. Ja, das ist der Hauptgrund meiner Meinung nach, als ob du das nicht schon lange geschafft hättest. Du wohnst ja da jetzt auch schon wieder ein paar Monate. Nee, die Sache ist auch, der Satellit, den wir haben, der hat nicht genug Anschlüsse. Die müssen wir erst noch legen. Dafür gibt es Adapter, Fred. Ah. Adapter. Ja, Braucht für man nicht. alles gibt es Adapter. Braucht man nicht. Alles wird über Satellit Ja. eingestellt. Genau, sowas braucht man nicht. Ich habe gerade den Grund gefunden, warum bei dir noch kein Fernsehen ist. Ja. Ja, ist doch so. Meine Fresse, Ich du fick Sack. dich auch noch. Ja. Es wird dunkel. Ja, okay. Ich bin hier nur am Bäume fällen. Ich bin jetzt gerade spontan eingefallen, dass mir die Mauer nicht mehr gefällt. Mache ich die Mauer neu. Ich bin gerade momentan eingefallen, dass mir die Mauer nicht gefällt, hast du gesagt. Ja. Mir ist gerade spontan eingefallen. Nicht, ich bin gerade spontan eingefallen. Ja, das muss ich aber auch sagen. Die gefällt mir nicht. Verpiss dich. Farm deine Erde für deine Scheiße da. Ey, da kommt ein Zombie wieder, immer noch von deinem Dach. Warum hast du es eigentlich noch nicht geschafft, dass da oben mal nichts spawnt, ausnahmsweise? Ich hab da oben alles so gelegt. Ich weiß nicht, warum der da jetzt Ich herkam. sehe da vor hinten, er läuft da rüber, weil doch da Grasanschluss ist. Vor allem, wir bauen hier so eine riesen Mauer, aber können über dein Dach runterlaufen. Ja, das ist halt noch nicht ausgebaut. Wir wollen ja daraus noch was machen. Ja. Aber ich befürchte, hier kommt noch einer her. Zack. Da würde ich auch schätzen. Hier auch. Ah, vielleicht dieser Rand noch. Ja, dann müssen wir halt die Mauer bis hier hochziehen, wa? Ich wollte die eigentlich richtig hoch machen. Ja, so hoch nicht, aber dass sie da lang geht auch. Wa? Ich wollte die richtig fett halt machen. Ja, so aus drei Reihen Blöcken bestehend, ne? Ne, wie die letzte. Hm.
Ist halt, weißt du, es ist eigentlich so sinnlos, weißt du? Blätter. Als ob da kein Zombie durchkommt. Ja, siehst du ja das. Also in Minecraft geht das. Ja. Nee, ursprünglich wollte ich das ja wieder mit Holz machen, weißt du? Jetzt muss ich den Penis wegreißen, der ist zu viel. Also mit Holz fand ich das schon, war schon immens geil. Sah echt schon nicht scheiße aus. Ja. War hier nicht eben noch... Ach da. Ich laufe auch immer direkt gegen, weißt du, also... Ja, komm, schlag mich so. Den mache ich halt. Ey, hast du ein kleiner Sack? Ja, dann mach ihn weg. Der kann nichts. Oh, der hat einen Eisenbarren gedroppt, der Penner. Da ist eine Witch. Okay, hier sind mir ein paar zu viele. Ja, da ist ein Creeper, da ist ein Skelett, da ist ein Zombie und eine Hexe, die mich gerade vergiftet hat. Ja, also ich krieg gerade gut Damage. Okay. Ja, du müsstest dir gleich mal die, nee, guck das hier nicht an. Hast du jetzt eigentlich Erde? Komm mal her zu mir. Nein. Ja, warte. Ich komme. Meine Fresse, so. Wo bist du jetzt? Da oben noch? Ja. Also, pass auf, guck her! Ja? Komm mal her, du siehst ja, hier ist die Mauer noch, die alte, ne? Ja. So. Hier siehst du, ist wenig. Mhm. Ja, und Garfield ist gerade bei mir, ich sehe gerade nichts. Also, geh mal dem Pfad hinterher und sag, ob die Mauer so gut ist. Ey, der macht gleich den Server aus, komm mal mit, du Drecksau. Ich bist überhaupt hier reingekommen, das, die Tür ist doch zu. Penner, ey. Verpiss dich. So, guck's dir an. Moment. Das nennt man doch Skillkapper. Ja, geh einfach da hinterher. Ich denke, das ist jetzt ja nicht so schwer. Ohne Bitch. Ja. Ja, man kann sie danke. Auch Bitch nennen. Box die mal weg. Ich würde halt nur um die Witch kümmern, ey, nicht um den... Ja, die Witch, also die droppt halt geileres Zeug. Da hinten kommt schon wieder ein Creeper angeschlichen, der Huren. Vor allem, dass die keine Geräusche macht, ne? Weißt du, die wird geschlagen, aber macht nichts. Das ist eine Alpha-Hexe. So, ich würde die Mauer dann so hoch hier am Haus ziehen, dass wir noch rüber gucken können. Ich würde die eher gesagt bis hier hinziehen. Bis hier zum Teich. Dann haben wir ein bisschen... Hä? Jetzt reicht's. Ich mute mich mal kurz in der Aufnahme. Okay. Ja, liebe Zuschauer, also, das versuche ich dem Julian gleich noch zu erklären. Ich will ja hier einen Durchbruch machen, da durch das Haus. Das soll hier überdacht werden. Bis hierhin zur Wand. So. Und wir wollen ja hier dann, Wie willst du das machen? Berg drauf bauen. Ja?
Wie willst du das machen? Das soll doch nicht so richtig scheiße aussehen, weil dann würde ich ja den hinter den Zombies, weil dann würde ich ja den See eingrenzen, so hässlich. Oder du nimmst den ganzen See noch mit. Okay, das ist ein bisschen viel, aber ich oder weiß ich nicht. Ich fände halt hier gut, weil wir können hier noch weiter beim Balkon schauen, weißt du? Und hier ist halt nichts so und können dann noch schön aus dem Fenster gucken, anstatt hier eine Mauer ist. Ja, ich überlege gerade. Deswegen war halt der Hauptgedanke. Weil guck mal hier, deswegen auch. Hier sind halt schon diese Ständer und so, und da kann man richtig nice draus ein Tor machen und so. Ja. Das würde ich halt wieder mit Redstone machen. Habe ich ja letztes Mal auch. Ja, dann mach das am besten. Dann guck mal hier. Dann du könntest. Ich weiß nicht, ob das möglich wäre, ob du das hinkriegst. Ob man hier nicht vom Balkon sowas runterbauen könnte, dass man hier so einen Pfad lang gehen kann. Versuchung. Aber auch irgendwie so, dass das sich per Redstone also schalten lässt. Hä? Warte mal. Ja. Übrigens, wir sind bei über 20 Minuten wieder. Hä? Hier vibriert irgendwas, aber ich weiß nicht was. Das ist doch geil. Also muss ich jetzt mal sagen. Hä? Nee, jetzt mal ernsthaft. Halt mal die Fresse. Ja, ist halt ein Rasenmäher bei dir. Hier werde ich. Ich werde doch gerade angerufen. Nee, wurde ich nicht. Ich weiß nicht, woher das Dings herkommt. Dein Handy macht nicht mehr lange mit. Ja, genau. Ey, lass uns einfach durchaufnehmen, oder? Ich habe jetzt keinen Bock auf Krampf wieder und so. Oder? Nee. Was jetzt? Nee. Ich beende ihn jetzt. Ja, dann musst du abmoderieren eben. Ja, dann lasst der Folge ein Däumchen nach oben da, wenn euch das gefallen hat.